Hallo ihr Lieben, heute verarbeiten wir Duftpfeilchen. Duftpfeilchen sind gut für die Atemwege, bei Herz- und Befindlichkeitsstörungen, bei Hautbeschwerden und Rheuma. Unter anderem ist es auch reich an Vitamin C. Das erste Rezept, was ich euch vorstellen möchte, ist einmal Veilchenblütenessig. Dazu benötigt ihr eine Zitrone, Apfelessig und natürlich die Blüte der Veilchen, die ihr natürlich vorher waschen solltet und gut abtrocknen solltet oder trocknen solltet. Das Ganze befülle ich jetzt in ein Glas. Das verschließe ich, das kommt dann in einen dunklen Raum. Das Glas solltet ihr ungefähr für 14 Tage stehen lassen und danach gut absieben das Ganze und wieder verschrauben, und das hält natürlich auch eine Ewigkeit. Den Apfelessig oder beziehungsweise Veilchenessig könnt ihr für Salate benutzen. Es ist richtig gesund und es hat so eine süßliche Note, würde ich mal sagen. Also wer Zucker im Salat mag, der kann darauf verzichten, weil, wie gesagt, es hat eine süßliche Note und es schmeckt richtig, richtig lecker. Ja, als nächstes stelle ich Veilchenblütensalz her. Da benutze ich einfach nur groben Salz. Das gebe ich jetzt in meinen Mörser und dazu kommen noch ein paar Blüten und das Ganze wird einmal gemörsert und in Gläsern abgefüllt. Genau. Ihr könnt das für Fleischgerichte benutzen, für Gemüsegerichte oder halt auch für Salate. Ja, zum guten Schluss werde ich Veilchenblütenzucker herstellen. Das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip. Ihr nehmt nur Zucker, gebt das in euer Mörser, ein paar Veilchenblüten, einmal kurz durchstampfen, ab in eure Gläser. Und genau das benutze ich für Torten statt normalen Zucker. Wenn ihr backt, könnt ihr diesen Zucker nehmen. Und es ist wirklich reichlich an Vitamin C enthalten. Es ist unglaublich gesund und schmeckt richtig, richtig lecker. Wenn ihr das am Ende alles in eure Gläser abgefüllt habt, würde ich euch empfehlen, den Deckel noch nicht zuzumachen. Ich lege einfach ein Tuch drauf, das seht ihr am Ende. Und damit das Ganze noch ein bisschen durchtrocknet.
Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ich wünsche euch schon mal ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.